Hallo liebe Freunde meines Kanals. Ja, wie sagt man so schön, wenn es kommt, dann kommt es knüppeldicke. Und vor ein paar Tagen war es jetzt auch bei mir soweit. Zum einen ist die Sauerstoffpumpe in dem Helix-Container, in den Helix-Filter ausgefallen. Was dann bei den hohen Temperaturen passiert, kann man sehen, es bilden sich schnell Algen. Die ganzen Schwebteilchen, die noch durch den Container und immer so durchkommen, die bleiben ja normalerweise in den Helix nicht hängen, weil die bewegt sind und gehen dann wieder durch und irgendwann, ne, filtert sich das Ganze dann doch mal. Ja, hier setzen sich die Helix gerade schön zu, das ist nicht so toll. Eine neue Pumpe ist bestellt. Müsste eigentlich auch noch heute kommen, mal gucken. Und ja, dann könnt ihr es hier sehen. Die Rohrpumpe, die hat einen Defekt. Immer wenn die anläuft, gibt es einen Kurzschluss. Ich mache mir aber auch nicht die Mühe und lasse sie einmal überprüfen oder so. Ich habe mir überlegt, das war ja eine 40.000 Liter Pumpe. Da ich die 40.000 Liter Pumpe eh immer runter geregelt habe, habe ich jetzt eine 30.000 Liter Pumpe bestellt. Das hat den Vorteil, zum einen verbrauche ich weniger Strom und zum anderen muss ich die nicht runter regeln. Die läuft dann halt schon mit weniger Leistung. Man hat ja gut gesehen, dass auch bei runter geregelter Pumpe, ich vermute mal, die ist im Schnitt ein bisschen mehr wie auf 25.000 Liter gelaufen oder so. Gehe ich stark von aus. Also ist der Teich gefühlt zweimal einen Tag durchgelaufen. Ja, mein Glück war, dass ich noch zwei Teichpumpen von Oase habe. Eine 10.000 Liter Pumpe und ich glaube, die anderen waren 7.000. Ich weiß gar nicht so genau. Ich kann sie ja mal hochziehen. Man sieht so nicht gut. Wie wir sehen, haben wir jetzt ein Problem. Toll. Okay, muss ich gleich noch mal ran. Die andere ziehe ich vorsichtshalber nicht hoch. Ich zeige es euch, wenn ich es rausbaue. Genau, jetzt sind auch 17.000 Liter bis eben durch die Schläuche hier dann rein und haben das Wasser halbwegs gefiltert. Wenn es jetzt soweit ist, na, ist nicht so gut. Ich muss die Pumpe mal kurz ausmachen. Okay, ich melde mich gleich wieder. So, okay, weiter geht's. Also Pumpe ist jetzt erstmal aus. Ja, das Glück war, dass ich jetzt halt die beiden Pumpen noch liegen hatte und die den ganzen Teich halbwegs weiter filtern konnten. Mir kommt das eigentlich ganz gelegen, dass zum einen die Sauerstoffpumpe jetzt defekt ist, denn ich hatte ja gesagt, ich will mir was Neues einfallen lassen mit der ganzen Geschichte hier unten. Hier war es ja undicht, ihr erinnert euch. Im letzten Video habe ich das, glaube ich, mal angesprochen und erzählt. Jetzt habe ich einen größeren Ring bestellt. Auch einen Ring, der am Boden bleibt. Neuer Schlauch, neue Pumpe. Das mache ich alles neu. Hier kommt halt eine neue Rohrpumpe dran. Und ich werde jetzt alle Container komplett leer machen. Den Helix-Container zum Beispiel, den habe ich ja nie leer gemacht. Ich gehe stark davon aus, dass auch am Boden sehr viel Schmutz liegt mittlerweile. Den werde ich dann entfernen. Ja, und auch bei der Pumpe hier im Container konnte man das gut sehen. Hier geht es nicht. Ah, ich sehe gerade die Pumpe. Ich springe mal rein. Da kann man sie sehen, glaube ich, oder? Ich mache mal Schatten. So. Da liegt eine Oase-Pumpe. Genau, und hier an der Seite ist halt auch sehr viel, hat sich sehr viel Sediment abgesetzt. Und der erste Container ist ja sowieso voll. Ja, ich werde die reinigen. Und ja, daran lasse ich euch dann teilhaben. Dann gucken wir mal, wie die 30.000 Liter Pumpe das ganze System hier filtert. Und ja, wie die neue Sauerstoffpumpe dann den Helix-Container umwühlt. Ja, so viel erstmal dazu. Und dann würde ich sagen, Glocke drücken, Kanal abonnieren. Und dann erfahrt ihr, wie es hier weitergeht. Bis dann, ciao.